se frotter aux pirates. Moussaillon virtuel à une patte que l'on nous prenne. Wir haben uns heute hier versammelt als Grüne, aber auch mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus der Bevölkerung, weil wir unsere Solidarität zum Ausdruck bringen wollen. Unsere Solidarität mit den Demonstrantinnen und Demonstranten in Stuttgart. Uns hat alle schockiert, was da gestern abgelaufen ist. Das, was dort die Polizei gemacht hat, ist einer Demokratie unwürdig. Hier wurden friedliche Blockaden mit völlig unverhältnismäßigen Mitteln aufgelöst. Blockaden löst man nicht mit Pfefferspray und Wasserwerfern auf. Dies schadet der Demokratie, das schadet der Versammlungsfreiheit, die ein hohes Gut in unserer Demokratie ist. Unsere Solidarität gilt den Verletzten, gilt den Demonstrantinnen und Demonstranten, aber sie gilt auch dem Widerstand gegen ein völlig unsinniges Projekt, Horst. Das ist in der Tat richtig. An dem gleichen Tag, als die Staatsgewalt mit Gewalt die Demonstranten verjagt hat und auch teilweise verletzt hat, ist morgens im Verkehrsausschuss des Bundestages klar geworden, dass erneut 800 Millionen mehr sind, die das Projekt kosten soll. Es sind inzwischen über 10 Milliarden Euro, das heißt über 10 Jahre der Mittel, die für den gesamten Schienenwegeausbau in der Bundesrepublik zur Verfügung stehen. Und das macht ganz deutlich, dass das ein gigantisches Projekt ist, ein Projekt, was überhaupt keinen Sinn macht, weil an allen Ecken und Enden in der Bundesrepublik das Geld fehlt für den vernünftigen Schienenwegeausbau, auch hier in Nordrhein-Westfalen, für den RRX und dafür, dass das Netz in Ordnung gebracht wird. Das geht einfach überhaupt nicht so weiter. Und es ist bezeichnend, dass an dem gleichen Tag, an dem das erneut klar wird, auch die Demonstranten so von dem Platz geknüppelt werden und gespritzt werden, wie das da passiert ist. Deswegen, es ist sowohl eine Frage der Demokratie, wie auch eine Frage der Vernunft und eine Frage, wofür in dieser Republik überhaupt noch Geld da ist. Und ein Staat, ein demokratischer Staat, der gegen seine Bevölkerung solche irrsinnigen Projekte, die mit breitem Widerstand in der Mitte der Gesellschaft keine Rückhalt hat, wer versucht, das mit Polizeigewalt durchzusetzen, dieser Staat hat versagt. Ich glaube, wir haben es hier mit etwas zu tun, Monika, was wir in der letzten Zeit mehrfach gesehen haben und ich befürchte auch noch öfter sehen werden. Ich glaube, diese Bundesregierung und auch die Landesregierung in Baden-Württemberg haben sich entschlossen, bei einigen Projekten Augen zu und durch gegen die Bevölkerung zu machen und Fakten zu schaffen, um den rechten, um den konservativen Rand wieder für sich an die Wahlurne zu bekommen. Aber ich denke, sie werden darüber die Mitte der Gesellschaft verlieren, weil das geht so überhaupt nicht. Politik gegen das Volk, das gilt für Atomkraft wie für solche Projekte, hat langfristig, ist nicht vom Bestand. Und ich denke, hier ist endlich mal Vernunft angesagt, eine Denkpause an den Verhandlungstisch zurück und das Ganze nochmal überdenken. Und ich hoffe, dass hier auch die Bundesregierung endlich zu Vernunft kommt. Dafür demonstrieren wir auf jeden Fall.